Hi Leute, erstmal frohe, frohe Ostern wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen, frohen Ostersonntag. Genau, es ist momentan ein klein wenig ruhiger auf meinem Kanal, beziehungsweise es kommen nicht mehr so viele Videos online, wie es sonst auf meinem Kanal gewohnt ist. Aber ich habe mir einfach gedacht, ich gönne mir jetzt einfach die Auszeit und lade einfach jeden Tag ein Video hoch. Wenn ich mehr Lust und Zeit habe, kommt ein zweites Video online. Aber ich habe mir einfach gerade vorgenommen, gerade wo Pascal jetzt ein bisschen Urlaub hat, ein bisschen runterzufahren, ein bisschen zu chillen und ein bisschen mehr halt, ja, die Zeit hier zu genießen, weil ich war hier halt sehr lange nicht und ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wiederkommen kann. Genau, jetzt läuft mir auch schon wieder meine Nase hier. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hoffe, ich habe mich nicht bei der Jenny so ein bisschen angesteckt. Das wäre jetzt ein bisschen doof, weil die war ein kleines bisschen erkältet. Mir läuft irgendwie heute auch so ein bisschen die Nase. Genau, Pascal, sein nächster Urlaub ist nämlich erst Ende Juni. Ich weiß nicht, ob wir bis dahin nochmal ein Wochenende herkommen oder nicht. Wir wissen auch nicht, wie er arbeiten muss, weil es fängt jetzt wieder die Saison so gesehen an. Und da muss man halt ein bisschen mehr arbeiten, so die Sommerzeit. Er arbeitet im Großhandel, viele Restaurants, viele Geschäfte, keine Ahnung, die da einkaufen gehen. Für die beginnt ja so gesehen die Saison und die gehen halt viel einkaufen, dementsprechend, da ist viel los, die Grillzeit beginnt, das heißt für Pascal ist auch halt dann einfach wieder ein bisschen mehr los, beziehungsweise ein bisschen mehr Arbeit da. Deswegen weiß ich nicht ganz, wann wir das nächste Mal wieder herkommen können. Vor allem ist es so schwierig mit meinem Auto. Ich kann leider nicht mit Pascal seinem Auto fahren, weil bei Pascal ist das im Auto richtig doof. Also es liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht sein Auto fahren kann. Also ich kann jeden Schaltwagen fahren. Ich bin schon einige Autos gefahren. Es ist halt einfach so, dass ich Angst habe, mit Pascal seinem Auto zu fahren, weil Pascal, sein Rückwärtsgang ist im selben Gang wie der erste Gang. Das heißt, alle, die ein Auto haben, alle, die einen Schaltwagen haben, alle, die mal einen Schaltwagen gefahren sind, der erste Gang ist ja vorne links. Und bei Pascal ist es so, wenn du reindrückst, also den Schalter reindrückst und dann so gesehen in den ersten Gang gehst, dann hast du den Rückwärtsgang. Und ich habe halt einfach Angst, wie Pascal es halt einfach am Anfang passiert ist und wie es vielen bei seinem Auto passiert, dass er halt einfach statt in den ersten zum Beispiel in den Rückwärtsgang reingegangen ist. Und dann war es halt so kurz so ein Moment, wo man kurz dachte, okay, scheiße, ich wäre fast hinten demjenigen reingefahren oder dem vorne reingefahren. Deswegen fahre ich sein Auto nicht, weil ich da richtig, richtig Respekt vor habe. Und kann ja nicht sein, meine Nase läuft durchgehend, scheiße. Nicht, dass ich mich wirklich irgendwie so ein bisschen bei Jenny angesteckt habe. Das wäre jetzt wirklich der Oberhammer. Ja, genau, weil mit meinem Auto kann ich nämlich nicht mehr lange fahren. Ich habe halt ein VW-Up und ich sitze halt immer im VW-Up. Dadurch, dass ich so klein bin, ich bin 1,57 Meter, muss ich sehr weit nach vorne. Ich muss komplett nach vorne, um an die Kupplung zu kommen vorne, damit ich die komplett durchtreten kann. Dementsprechend sitze ich halt auch sehr nah mit meinem Bauch am Lenkrad. Also jetzt nicht komplett, also ich habe schon viel Platz. In meinem alten Fiat Punto hatte ich richtig wenig Platz. Also da 2 Fingerbreit Platz hatte ich da eventuell, wenn nicht weniger. Ich hatte da wirklich sehr wenig Platz drin. Im VW-Up habe ich jetzt einen weiten mehr Platz. Ich kann den Sitz natürlich noch ein bisschen zurück machen, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. So ist es nicht. Aber es wird halt einfach früher oder später darauf hinauslaufen, dass ich halt nicht mehr mit meinem Abi fahren kann. Und deswegen kann ich dann halt auch nicht mehr alleine hierher fahren. Das wird dann halt irgendwie irgendwann später, wenn der Bauch ein bisschen größer ist, nicht mehr möglich sein. Deswegen ist es immer so schwierig zu sagen, wann ich hier das nächste Mal wieder bin. Genau, wie war mein Ostersonntag? Ich habe gedacht, ich erzähle euch das einfach mal so ein bisschen. Ihr könnt ja auch gerne mal in den Kommentaren so ein bisschen schreiben, wie das bei euch war. Bei uns war eigentlich mehr so gestern Halligalli. Mein Onkel ist ja gekommen, Jenny war da. Ich habe ja so ein bisschen gevloggt gehabt. Wir haben sehr lecker gegessen gehabt. Wir haben uns abends noch auf die Terrasse gesetzt. Meine Eltern haben ja so eine Überdachung und da ist es halt richtig schön warm drunter gewesen. Die Sonne hat schön drauf gestrahlt. Morgen soll das Wetter wieder schlechter werden, aber wir hatten sehr Glück. Gestern und heute war sehr tolles Wetter und wir konnten halt draußen so ein bisschen die Zeit genießen, haben gequatscht, haben Karten gespielt, was getrunken, okay, ich nicht, aber ja. Und es war gestern ein sehr schöner Tag. Heute waren wir eigentlich so den ganzen Vormittag bis fast Nachmittag unterwegs. Also erstmal haben wir mit Jenny und meinem Onkel nochmal schön gefrühstückt, haben ein Osterfrühstück gemacht. Dann sind wir später nach Cuxhaven reingefahren, weil ich habe mir geguckt gehabt. Ich habe ja früher, also bevor meine Eltern vor 6 Jahren umgezogen sind, habe ich in Mitte Cuxhaven gewohnt. Also das heißt, ich sage immer Mitte Cuxhaven, weil ich jetzt so gesehen nicht mehr Mitte Cuxhaven wohne, beziehungsweise ich wohne jetzt im Landkreis Cuxhaven. Aber nicht mehr in Cuxhaven, Cuxhaven. Das ist halt ganz schwierig zu erklären, Leute. Aber egal, früher habe ich in Mitte Cuxhaven gewohnt.
Und da war das halt für mich gang und gäbe, dass man so alle paar Wochen war so ein Fischmarkt, das ist sowas wie ein Flohmarkt, da ist so ein Kinderkarussell, da gibt es Essensbuden, kannst auch ein bisschen was trinken, wenn du willst. Und dann waren da nicht unbedingt, es war nicht unbedingt so ein Flohmarkt, also es gab auch so ein Abteil mit Flohmarkt, früher war das alles viel, viel größer, mittlerweile ist das sehr klein geworden alles. Aber da waren auch zum Beispiel so Leute, die irgendwo in der Nähe einen Laden hatten, die dann Stand da hatten und dort ihre Ware verkauft haben. So wisst ihr, viel mit Taschen, viel mit Portemonnaies, mit Brillen oder keine Ahnung, da gibt es wirklich alles. Und ja, ich kenne das halt aus meiner Kindheit. Wie gesagt, früher war das um Weiten größer, mittlerweile ist das sehr, 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 sehr klein. Mittlerweile war es so, dass man das nur noch dreimal im Jahr hat. Ich war voll erschrocken, als ich die Termine für dieses Jahr gesehen habe. Nur dreimal im Jahr ist einfach dieser Flohmarkt. Früher war das 20 Mal im Jahr oder sowas. Das Ganze heißt Fischmarkt. Vielleicht waren ja einige schon mal da. Genau, aber ich weiß aber, es hat nichts mit Fisch zu tun. Nichts mit Fisch zu tun, aber es heißt irgendwie Fischmarkt. Aber ja, da waren wir. Wir sind ein bisschen rumgestöbert, haben ein bisschen rumgeguckt. Eigentlich in der Hoffnung, dass wir das Switch-Spiel bekommen. Und zwar Mario Kart öfters. Also zumindest damals war das so, dass sehr viele Stände Spiele hatten, Spiele angeboten haben, wie Spiele, Nintendo-Spiele und so weiter und so fort. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Habe ich mich ein bisschen geärgert, dass wir dann so ein bisschen umsonst dahin gefahren sind. Es war nicht scheiße, aber ich sag mal so, auf diesem Flohmarkt sind sehr viele Sachen einfach so krass überteuert. Also Entschuldigung, ich gebe doch keine 50 Euro für eine Tasche aus, die ich im Internet für 30 bekomme. Und es ist eins zu eins dieselbe Tasche. Es ist eins zu eins dieselbe Tasche. Deswegen, da muss man halt aufpassen. Oder für ein Hoodie 60 Euro oder sowas. Da steht da Nike drauf, aber es ist im Leben niemals echt Nike. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt Fake Nike, so made aus der Türkei oder sowas, so wisst ihr. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Früher habe ich da, ach, ich habe mir gerade voll weh getan mit meinem Nagel. Früher habe ich da sehr gerne was gekauft, mittlerweile eigentlich nicht mehr so. Es war aber trotzdem schön. Ich bin dann, war schön, dann nochmal entlang zu laufen. Ist ja auch am Hafen. Und dann auf dem Rückweg, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas gerade erzählen wollte, aber jetzt bin ich abgewichen. Egal. Auf dem Rückweg, wie gesagt, ich bin nicht mehr so up to date in Cuxhaven. Als ich noch gewohnt habe, bin ich da richtig oft reingefahren. Ja, einfach da, um einkaufen zu gehen, weil da halt auch in der Nähe Kick ist, Rossmann ist und so weiter und so fort und halt einfach die Stadt ist. Da bin ich natürlich öfters reingefahren oder zum Beispiel, wenn ich zu Markauf wollte oder sowas oder zur Action, dann bin ich reingefahren. Ja, es ist nicht weit weg, ist aber auch nicht so nah. Aber ja, auf dem Rückweg war ich dann in einem Laden, der heißt Stolz. Und ich schwöre euch, ich war da zuletzt, keine Ahnung, da vor 6, 7 Jahren oder sowas, da war ich da zuletzt. Und oh mein Gott, Leute, wenn ihr an der Nordsee seid, wenn ihr in Cuxhaven mal Urlaub macht, geht unbedingt in den Laden Stolz rein. Die haben die besten Souvenirs, die es überhaupt gibt. Oh mein Gott, ich habe immer nur so, ich bin in diesen Laden reingegangen und ich habe so richtig Urlaubsfeeling in diesem Laden gehabt, von Armkettchen, wo ich immer nur dachte, sowas gibt es im Ausland, nur keine Ahnung. Aber es war richtig Urlaubsfeeling. Du hast richtig Urlaubsstimmung gehabt in diesem Laden. Du hast Nordsee-Souvenirs gehabt. Du hast die alte Liebe gehabt. Du hast, ja, da war halt so ein Stückchen Fleck, keine Ahnung. Und dann war da so Stücke der alten Liebe abgebildet. Es war sehr schön. Also ehrlich, da waren Tassen. Da waren super viele Hoodies mit Moin und Ahoi und sowas. Richtig, richtig cool. Also ich habe mich da richtig wohl gefühlt. So weiß ich nicht. Hat mir so ein bisschen Urlaubsstimmung einfach wieder gegeben. Wir wollten eigentlich ein bisschen was fürs Video gucken, weil ich brauchte irgendeine Videoidee. Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie satt, momentan denselben Kram zu machen, wie ich sonst mache. Natürlich gehe ich nächste Woche noch zu DM. Es wird definitiv nächste Woche nochmal ein DM-Live-Haul geben und safe nochmal ein Rossmann-Live-Haul und ein Müller-Live-Haul, weil ich da mal wieder reingehen wollte. Aber ich muss ein bisschen was für meine Mom einkaufen. Dementsprechend muss ich auf jeden Fall in die beiden Läden. Meine Mom hat extra mir das überlassen, dass ich das machen kann, damit ich halt ein bisschen abfilmen kann, ein bisschen Content machen kann. Ihr ist ziemlich viel leer gegangen in der Zeit, wo ich halt nicht da war. Genau. Ja, auf jeden Fall bin ich bei Stolz nicht fündig geworden. Ich habe zwar super geile Sachen gefunden und die hatten da so einen richtig fetten Jellybean-Stand. Heißt das Jellybean oder so? Keine Ahnung, wie man diese Jelly-Dinger da. Oh, du konntest sie selbst befüllen, Leute. Das war einfach nur Traum, dieser Laden. Ja, wie gesagt, ich wollte eine Videoidee eigentlich umsetzen. Und zwar gibt es von Disney solche kleinen Packungen mit so Disney-Figuren drinne. Und Leute, da ist Mickey Maus, Minnie Maus, Wall-E zum Beispiel drinne, Winnie Pooh
Und was es da nicht alles gibt, Digga, kostet da einfach eine Tüte mit einer kleinen Figur 3,49 €. Also, ich meine, es ist zwar alles gewerblich, was ich kaufe, so ist es nicht, aber 3,49 € für eine kleine Tüte, damit ich da irgendwie meinen Spaß habe und dann vielleicht Winnie Pooh, Mickey Mouse, Minnie Mouse oder sonst wen rausziehe, das war mir ehrlich gesagt ein kleines bisschen zu viel. Da habe ich gesagt, nee, 3,49 € für so eine kleine Figur gebe ich im Leben nicht aus. Also irgendwann ist dann auch irgendwo eine Grenze erreicht, wo ich mir sage, okay, für eine kleine Figur 3,49 €, nee, da ist dir das Geld dann doch schon zu schade. Ja, im Endeffekt sind wir da nicht fündig geworden, aber wir sind dann nochmal in den Netto reingefahren. Ja, hier bei uns der Netto, also der Netto in Mitte Cuxhaven, das ist einer, der immer offen hat, irgendwie gefühlt. Scheißegal, ob Sonntag ist oder nicht, oder ob Ostern ist, der hat heute auf, der hat morgen auf. Also bei uns, also viele Läden in Cuxhaven haben auch am Wochenende auf. Das ist einfach, viele glauben mir das nicht, aber doch, Leute, das ist wirklich so. In Cuxhaven, in der Touristenzeit, meistens ist von Oktober bis April machen viele Läden sonntags zu. Netto hat fast die ganze Saison offen und eigentlich das ganze Jahr über offen. Aber es ist halt so während der Saison und die Saison fängt meistens hier bei uns im April an, hat bei uns einfach alles offen. Also fast alles. Ich will jetzt nicht sagen alles, aber fast alles. Edeka hat offen, Lidl hat offen, Netto hat offen. Teilweise gab es sogar Monate, da hatte sogar Aldi offen. Es gab eine Zeit lang, da hatte Kick und Müller offen. Also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber bei uns hat sonntags einfach viel auf. Du kannst bei uns sonntags einkaufen gehen. In einem weiteren Dorf hat sogar sonntags Rossmann offen. Ist auch ein bisschen weiter weg von mir, aber da bin ich auch öfters mal hingefahren, wenn ich halt sonntags einkaufen gehen wollte. Also es ist Cuxhaven ist ein bisschen dörflich gehalten. Wenn du im Landkreis Cuxhaven wohnst, Landkreis Cuxhaven kann 60 Kilometer, nein, nicht 60 Kilometer, das ist ein bisschen weiter weg, 45 Kilometer von wirklich Mitte Cuxhaven sein, dann bist du halt immer noch im Landkreis Cuxhaven. Du kannst 20 Kilometer von Mitte Cuxhaven wohnen und du bist trotzdem noch im Landkreis Cuxhaven. Es gibt sogar Städte, die gehören noch zum Landkreis Cuxhaven, sind aber hinter Bremerhaven. Also es ist halt so, dass Cuxhaven, dann kommt Bremerhaven und Bremerhaven gehört ja zu Bremen. Also Cuxhaven ist ja Niedersachsen, das heißt, du fährst durch Cuxhaven, Niedersachsen, fährst durch Bremerhaven, sprich Bremen und fährst dann wieder nach Niedersachsen rein. Das heißt, du hast hier eine Stadt, hier hinter ist aber dann wieder Cuxhaven. Das heißt, du musst eine ganze Stadt gefühlt durch, um wieder nach Cuxhaven, Landkreis Cuxhaven reinzufahren. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ja, so weit kannst du halt weg wohnen und trotzdem noch im Landkreis Cuxhaven wohnen. Also ja, ich sag halt immer, ich wohne in Cuxhaven, weil tue ich ja auch. Tue ich ja auch. Ich sag zwar nicht, wie mein Dorf heißt, wo ich wohne, so gesehen. Das tue ich nicht. Nee, dann würde ich mich hier selbst verraten. Aber ja, es ist halt einfach im Kopf geblieben. Ich habe mit Cuxhaven damals gewohnt und ich sage immer, ja, Cuxhaven, ich wohne in Cuxhaven. Auch wenn jetzt, wo meine Eltern wohnen, so einen eigenen Namen hat, aber der Landkreis ist halt der in Cuxhaven. So, wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen kompliziert, ein bisschen alles, ein bisschen, ja, muss man nicht verstehen. Die meisten Touristen, die kommen, die müssen nur Salenburg, Dun und Düssel wissen und dann ist alles Paletti. Wer war das? Bist du das? Hast du das Fenster zugemacht? Nein, nein, Mama. Achso. Seid ihr fertig? Ja. Ja. Willst du mal Hallo sagen? Hallo, ich bin Durak geworden. Durak? Meine Eltern haben gerade mit ihm Durak gespielt. Das ist so ein russisches Kartenspiel. Ja, auf jeden Fall waren wir dann kurz noch bei Netto und morgen werden wir gemeinsam ein Video drehen. Und zwar welches? Wir testen Netto nachmachen. Wie kann man seine Frau am besten verschwinden lassen? Gar nicht. Auf immer gebunden an den Teufel. Heute nicht auf die Nase. Junge. Stimmt, jetzt wo du sagst. Der klemmt mir seinen Ring jedes Mal auf die Nase. Sieht doch sehr sexy aus. Ja, ist jetzt gut. Der war echt teuer, der Ring, ja? Ja, ja. Ja, soweit so gut. Das heißt, morgen kommt wieder ein richtiges Video online. Und mir haben super viele vorgeschlagen, Alina, warum kaufst du das Switch-Spiel, also das Mario Kart-Spiel, nicht online auf der Switch in diesem Online-Shop? Das hat folgenden Grund, Leute. Ich möchte, also, wisst ihr, irgendwann hat alles ein Ende. Irgendwann hat, es kommt eine neue Konsole raus, I don't know. Irgendwann spielst du damit halt einfach nicht mehr, keine Ahnung. Aber die Spiele sind meistens trotzdem noch immer ein wenig was wert. Zum Beispiel kannst du die bei Rebuy, Momox oder keine Ahnung wo verkaufen. Ich konnte alte CDs, die ich vor 8, 9 Jahren gekauft habe, konnte ich noch dort verkaufen.
wenn ich irgendwann, die Konsole geht kaputt, keine Ahnung, wenn ich diese Online-Spiele habe oder mir nur Online-Spiele kaufe, kann ich irgendwann nichts mehr mit diesen Online-Spielen anfangen. Was mache ich denn damit, wenn plötzlich die Switch kaputt geht? Sie fällt mir vielleicht auf den Boden oder sie geht mir verloren oder keine Ahnung was. Wer gibt mir diese Spiele wieder? Klar kann ich die normalen Spiele auch verlieren, so ist es nicht. Kann das Spiel, die Kassette, die da drin ist, kann ich alles verlieren. Ja, aber ich kann, wenn ich das Spiel irgendwann nicht mehr spielen möchte, zum Beispiel... Man kann ja auch von irgendeinem anderen Spiel reden, zum Beispiel das Spiel, was ich jetzt gerade spiele, dieses Super Mario 3D World, was auch immer. Wenn ich das komplett durchgespielt habe, sehe ich persönlich keinen Sinn darin, das weiterzuspielen, weil ich habe es ja einmal komplett durchgespielt. Was mache ich denn mit dem Spiel? Klar, ich kann es verkaufen und irgendjemand anderes freut sich vielleicht, das Spiel etwas günstiger irgendwie ergattert zu haben bei mir. So, wisst ihr, wie ich meine? Mit einem Online-Spiel kann ich das nicht machen, dieses Online-Spiel bleibt. Wenn ich die Switch nicht benutze, ich kann mit diesen Online-Spielen nichts machen. Selbst wenn ich die Switch irgendwann mal, was ich nicht machen werde, verkaufen würde, musste ich alles auf Wechselstellung zurückstellen und diese Spiele, von den die Spiele, da hätte ich nichts dran verdient. So, wisst ihr, was ich meine? Was heißt verdient? Ich hätte nichts davon wieder zurückkriegen können. Auch wenn ich ein Spiel für 60 Euro kaufe, jetzt angenommen, und es am Ende für 10 verkaufe und ich habe 6 Spiele, habe ich am Ende 60 Euro, die ich trotzdem noch wieder in der Tasche habe. Das heißt, ich habe mir so gesehen ein Spiel dennoch gespart. So, wisst ihr, was ich meine? Es ist halt ein bisschen komplizierter, aber ich will halt einfach keine Online-Spiele kaufen, weil ich früher oder später, ich habe davon nichts. Ich habe davon gar nichts. Ich kann es nicht verkaufen irgendwann, gar nichts. Wie gesagt, wenn es ist sogar einmal passiert, das weiß ich sogar bei einer Freundin, da hat irgendjemand mit der Switch gespielt und aus Versehen die Switch auf Werkseinstellungen zurückgestellt, wie auch immer das möglich ist. Ja, was war dann am Ende? Alle Spiele waren Fujikado. Ich glaube, wenn man aber einen Account hat, kann man die Spiele wieder runterladen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall keine Option für mich, die online zu kaufen. Wenn, dann möchte ich bitte die richtigen Spiele da, so wisst ihr, die Kassetten kaufen. Genau, ich werde das Video jetzt gleich direkt hochladen, damit ihr auch heute noch was davon habt. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Ostersonntag und wir sehen uns morgen wieder mit einem Netto-Video, wo ich Nachmachen gekauft habe und ob die genauso gut schmecken wie original. Schönen Ostersonntag und auch Däumchen nach oben, Kommentar und kostenlos Abo würde ich mich sehr freuen. Tschüss, ihr Lieben.